So, gleich muss es jeden Augenblick auf jeden Fall hier live gehen. Mit der Knife-Runde. Knife-Runde. You know Bescheid. Hoffe natürlich, dass mein Team auch hinkommt. Der gute von Leisure. Team Leisure. Das ist doch lächerlich. So, als erstes direkt mal das Wortspiel gebracht, ne? Habt ihr das schon mal gehört? Als erstes bei mir. Ist natürlich schon 600 Jahre alt. Und der Stefan, der hat nochmal schön eine Aug-Momentum in einem Trade erhalten. Also schön die Skins nochmal aufwerten, damit man natürlich auch was Schönes zu begutäugeln hat. Lapex hatte doch auch damals beim Red Bull Upgrade mitgespielt. Oder täusche ich mich da nicht? Oder täusche ich mich da? Beziehungsweise, nee, bei der Qualifikation dazu. Nein, schreibt Midnight Law auch direkt. Schwarz, schönes Brett. Also, ein bisschen aimen, nochmal ein Aim ist wichtig. Schön, dass Stiletto Fade auch am Start haben. Und es wird, wie gesagt, jetzt jeden Augenblick mit dem Knife, mit der Knife losgehen. Und da ist sie. Also, let's go, meine Freunde. Wir sehen auch schon, Stilettos sind auf der einen Seite. Das heißt, wir gucken mal die Knives eben durch. Wir haben bei Krabbe ein wunderschönes M9 Freehand. Dann haben wir hier ein Stiletto Forest. Ja gut, wir gucken jetzt erstmal, wenn der Grauschleier weg ist. So, ein Freehand, dann hier ein Stiletto Forest, ein Stiletto Fade, ein M9 Fade und ein Butterfly Damaskus Steel. Auf der anderen Seite Brotmesser, ein Flip Knife Freehand, Brotmesser, Brotmesser und Gut Knife Knight. Also, skintechnisch hat man auf jeden Fall schon mal heftigst verloren. So, und damit auf jeden Fall die Knife Round schon mal an Leisure gegangen. Das ist ihr eigener Map-Pick und sie können auf ihrer Vorteilsseite starten. Ich denke mal, sie werden die City-Seite wählen. Es kann natürlich auch sein, dass sie sagen, nö, wisst ihr was, wir starten auf der Terra-Seite, wollen da gerne vorlegen. Sieht man zwar selten, passiert aber auch mal. Und, ne, sie haben immer noch nichts geschrieben. Ich dachte, das wäre jetzt wirklich so gewesen. Lapex hat bei Skin Baron damals schon die Rede gespielt. Das kann sein, ja. Daher kenne ich ihn vielleicht. Auf jeden Fall habe ich ihn schon gecastet, das weiß ich. Was bringt dir der beste Knife Skin, wenn du nicht mit dem Gerät umgehen kannst? Ah, Optik. Optik. So, man swappt und startet auf der City-Seite. Also Leisure wird auf der City-Seite auf D-Trade starten. Planet Key Dynamics auf der Terror-Seite. Somit können wir jetzt jeden Augenblick loslegen, meine Damen und Herren. Sind gespannt, wer hier die erste Runde auf jeden Fall schon mal starten kann. Und damit haben wir gerade 9 Minuten nach 5 und können loslegen. Meine Damen und Herren, Team Leisure gegen Planet Key Dynamics in der 99 Damage Liga Relegation Season Nummer 12. Erstes Spiel. Danach werden wir noch Plan B gegen C-Play sehen und dann natürlich die beiden Gewinner am nächsten Tag gegeneinander. Heute also 2 Best of Threes. Im kürzesten Falle gibt es 4 Maps, im längsten Falle 6 Maps. Das müssen wir abhängig machen von all dem. So, liebe Damen und Herren, und damit geht es hier auf jeden Fall in diese Pistol Round. Entschuldigung, ich musste gerade nochmal kurz etwas klären. Und dementsprechend schauen wir jetzt mal eben. Lapex hier auf jeden Fall Richtung Efeu am Start. Der kann auf jeden Fall Informationen sammeln. Interessantes Setup, was man da gerade eben erstmal gesehen hat. Entschuldigt bitte, dass ich das nicht sofort mit aufnehmen konnte. Es gab gerade noch ein paar Abstimmungsschwierigkeiten wegen der Belüftung hier. So, und damit sehen wir Silver auf jeden Fall mit einer Smoke-Granate. Ein Diffuse-Kit hat er auch mit am Start. Und man stellt sich hier auf
für die nächsten Schandtaten. So, zack, schön aufgepasst. Der gute Stefan kriegt da zwei raus und die einen rausgenommen. Dann beim zweiten wird es auf jeden Fall, hat es nicht mehr gesessen. So, jetzt muss auf jeden Fall Lapex auf dem A-Spot einiges gegenhalten. Schafft es nicht, Del Cor sofort mit dem ersten Frag. Die Rotation findet natürlich statt. Man hat noch zwei Spick im Z stehen. Der dritte kommt wahrscheinlich auch hinterher. Dieser Boost natürlich readable. Trotzdem hat man manchmal in dieser Situation einen kleinen Vorteil. Vor allem, wenn man jetzt hier diesen Double Peak startet. Sehr gut gemacht. Jetzt zieht man nach vorne. Jetzt erstmal kurz den Team Attack noch. Das ist natürlich bitter. Und Del Cor mit einer schönen Position zusammen mit Nevis können sie hier diese erste Runde für sich erzielen. Und damit haben wir das 1:0 für die Jungs von Planet Key Dynamics. So, man muss da zumindest gut aufsehen auf der Map, wenn man schon keinen Skill hat. Skins gleich plus 20% Skill. Ja, wenn das mal so wäre, ne? Wenn das mal so wäre, dann wäre auch, denke ich mal, Kirby der beste Spieler der Welt, weil der hat ja wirklich die atemberaubendsten Skins. So, Team Lächer, ich habe es schon öfters mal angesprochen, auf DE Train, genau, hier sehen wir es gerade auch nochmal. Es ist eine Map, wo man sehr, sehr gut forcen kann auf der City-Seite, um halt mit den Pistols und vor allen Dingen der Scout zu punkten. Aber hier das Aiming von Team Planet Key Dynamics sitzt gerade eigentlich ganz locker flockig von der Hand. Okay, ganz locker flockig, das korrigiere ich gerade nochmal. Nichtsdestotrotz saß der Shot vorzüglich. Jetzt muss Silver natürlich gucken, ob er hier vielleicht mit der Scout nochmal auf diese lange Distance punkten kann. Und das ist genau der Punkt, warum man diesen Force eigentlich starten sollte. So, Stony, schönes Timing erwischt, aber dann am Ende passen Nevis und Krabbe auf. Man kann zwar noch einen Frag herausziehen, die Bombe nicht gelegt, das tut aber am Ende nichts zur Sache. Denn die Planet Key Dynamics Spieler können diese Runde für sich entscheiden. Das 2:0. Ja, PKD, ein Traditionsverein, auch damals schon lange immer in den First Divisions unterwegs. Hatten auch noch ganz andere Lineups vor sich. Und jetzt könnten sie sich hier vielleicht wieder zurückkämpfen in die Erstklassigkeit. So, jetzt natürlich nochmal eine Komplettspar, beziehungsweise P250 ist ja fast wie eine Komplettspar. Einen nimmt da auch der gute Expo nochmal mit. Köpfchen gesehen und dann ist es zu einfach. Man weiß natürlich genau, wo der weitere Spieler ist. Jetzt möchte Stony natürlich versuchen, diesen Lora-P-Spieler nochmal zu erzielen, aber bleibt aufs Köpfchen. Sehr schön, Delco rausgenommen. Die Waffe wird natürlich sofort verwertet, weggeworfen, alles drum und dran. Nichtsdestotrotz ist das natürlich Geld, was flöten geht und man kann natürlich damit auch den Gegner ein bisschen schwächen, indem man ihm immer und immer wieder ein paar Spieler von der vom Server nimmt, aus der Runde. So, und Ledger gewinnt nie die Pistols, schreibt er. Alles klar. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Hinweis. Da kann man ja froh sein, dass sich dieser Meta-Change getan hat. Denn damit ist die Pistol ja auch nicht mehr so wichtig, wie sie damals zu Zeiten von 1.6 waren. Oder halt letztendlich vor dem Meta-Change. Aber in 1.6 waren die Pistols wirklich, das war ausschlaggebend. Also das, da war, daher kommt wahrscheinlich auch noch die Knochenregel. Denn, man hat mit Pistols so gut wie nie die Runde geholt. Also wirklich so gut wie nie. Maximal eine Deagle-Runde, die man mal gewinnen konnte. Aber Glocks und USPs, das war einfach zu schwierig. So, jetzt aber auf jeden Fall die erste Equip-Round für beide Seiten. Team Leisure hat sogar direkt die Doppel-AWP am Start. Expo und Stony spielen sogar noch weiterhin mit der M4. Der Einzige, der auf der AUG ist, ist der gute Stefan. Meines Erachtens immer sehr, sehr wichtig, die AUG auf jeden Fall in der heutigen Meta zu beherrschen, beziehungsweise auch die SG auf der anderen Seite, aber da sehen wir auch viermal AK. Also es ändert sich in der letzten Zeit. So, und der Expo. Erstmal die Smoke Richtung Popdog. Man möchte natürlich das Ganze etwas separierter machen. Man hat hier auch bei Team Leisure nur einen einzelnen Spieler Richtung B, also den möchte man auf jeden Fall auf Retake spielen, beziehungsweise die Informationen halt früher einholen. So, NCT, das ist natürlich ein bisschen durchsichtig, dass man da nur mit einem Spieler auf Granaten aussieht. Aber dann Delco mit der kleinen Rampe kriegt sofort die AWP erzielt und Stony, da hält zumindest einmal gegen. Jetzt muss er weiterhin schauen, wie er für sein Team hier noch ein bisschen Zeit rausholen kann. Einige sind schon rotiert, man hat auch die Doppel-AWP noch. Dementsprechend ist die Möglichkeit auf jeden Fall gegeben, das Ganze hier nochmal vernünftig zu retaken. So, Delco sieht den nächsten Spieler wichtig. Zweiter auch noch raus, aber Lapex Quid. Damit dann auch fündig im Connector den nächsten herausgenommen und dann muss er den Rückwärtsgang einlegen. Es sind noch zwei Spieler. Das wäre natürlich bei dieser fortgeschrittenen Zeit sehr optimistisch, das Ganze noch runterspielen zu wollen. Denn
Wenn man nicht mehr allzu viel Zeit hat, kann man natürlich auch nicht rumtänzeln und die Position der anderen Spieler herausfinden, sondern da ist das Ganze eng bemessen und man muss sofort auf den Diffuse gehen. Dementsprechend da in diesem Augenblick die richtige Entscheidung, die Lapex getroffen hat, die Waffe in die nächste Runde mit rüberzunehmen. So, damit nächste Runde. Man hat bei Team Leisure wieder mal etwas reingeforst. Man möchte quasi die AWP unterstützen, indem man mit der Deagle gut arbeiten kann. Nein, das gibt's nicht. Zwei wichtige Klicks, holy! Von dem guten Stefan, der da den Dropper komplett alleine hält. Mit einer Deagle, das gibt's ja gar nicht. Also wird's hier vielleicht sogar die erste Runde mit Pistols. Stefan nochmal mit einem schönen Prediction Spray da durch die Smoke. So, Nevis kommt aber nochmal hinterher. Planet Key Dynamics kann dann mit also die Aggression ein bisschen unter die Fittiche nehmen. So, Z-Spieler ist bekannt. Das ist die AWP, der wurde zurückgedrängt. Und jetzt hat man eigentlich die Runde safe. Der kann der gute Lapex wenig machen. Und am sinnigsten wäre es auch, wenn er die AWP wieder mit in die nächste Runde bringt. So, wir gucken mal, wo er sich gerade aufstellt. Noch relativ halb offensiv, um halt letztendlich den ein oder anderen Frag noch erzielen zu können. So, da versucht er es mit allen Mitteln, aber Delco einfach zu schnell und damit gibt er die AWP auch nochmal auf. Keine Ahnung, warum er jetzt diesen Versuch nochmal gestartet hat. Meines Erachtens hätte die AWP da wirklich sehr, sehr gut getan, was den Geldaufbau auch insgesamt angeht. So, damit haben wir das 5:0 und die nächste Equipment für Team Leisure auf der City-Seite. Aber wir haben es ja mittlerweile schon öfters gesehen. Train auch mittlerweile eine Map, die man gar nicht mehr so City-lastig sehen kann. Natürlich im Schnitt sollte es ein 9:6 werden, aber man hat auch schon ganz andere Ergebnisse gesehen, wo die Terror-Seite favorisiert. So, jetzt auf dem Spot Stefan. Keine Ahnung, warum der Autodirektor uns das zeigt, aber jetzt kommt Krabbe hier aus dem Efeu raus, wird vorgesendet, hat die Flashbang wieder gesehen, von der Seite mitgenommen. Z jetzt erstmal abgemault, stark gemacht, um die Laufwege natürlich, oder die Schiebewege natürlich unter Druck zu setzen. Jetzt in der Mitte auch nochmal das nächste Duell. Jetzt gucken wir uns das mal an. Expo sieht ihn da. Expo hat alle Vision der Welt. Schaut euch an, Expo mit dem ersten, Expo mit dem zweiten. Expo keinen dritten, da passt Nevis sehr gut auf. Aber Stony ist früh da, um natürlich auch genau diesen Druck weiterhin aufzubauen und für sich als Vorteil zu erspielen. So, Krabbe im 1-on-3 muss jetzt nochmal ran und Krabbe wurde dann auch gesehen und Lapex kann hier diese Runde nochmal für sein Team retten. Unglaublich wichtig war auf jeden Fall der Spieler Expo, der sich da komplett hinter das Team schlängeln konnte und damit natürlich unglaublich viel Schaden angerichtet hat. So, wir wollen natürlich hier nochmal gucken, was wir schönes Kredenz bekommen. Das war, glaube ich, der Kill von Stefan, ne? Genau. Batz und Batz, wunderschön. Wollen wir natürlich auch nochmal präsentieren. So, und damit jetzt 5:1. Man muss natürlich jetzt bei Planet Key Dynamics aufpassen, dass man nicht zu sehr in diese Confidence verfällt, die man bisher hatte. Und hier sehen wir diesen Dreifachaufbau Richtung Efeu sogar auch noch der gute Lapex abgestellt. Und auf dem B-Spot ganz alleine ist der werte Stony. Aber breit gefächerter Aufbau bisher bei den Planet Key Dynamics. Die werden jetzt gerade noch nicht zeigen können, wo es wirklich lang geht. Und Krabbe, der hatte erst versucht, da große Rampe ein bisschen was aufzubauen. Die Granate kommt offensiv, Krabbe kriegt sogar 13 HP abgezogen. Damit hat Stony aber seine Position grundsätzlich eigentlich erstmal verraten, dass er da zentral auf dem Spot steht. Aber meistens macht man das Ganze auch wirklich erst, wenn man halt wirklich versucht zu verschieben. So, jetzt nächster Versuch, Stony mit dem ersten. Zweiter Spieler ist durch die Smoke durchgegast. Also Krabbe als einzelner Spieler da jetzt erstmal vorgegast worden. Aber jetzt hat man das Ganze nochmal 1-1 traden können. Nichtsdestotrotz Vorteil für Team Leisure. Man kommt auf den Spot drauf. AWP sind natürlich beide da. Und damit kannst du arbeiten, es sei denn, du hast einen Gegner wie Delcor. Delcor, wunderprächtig. Wunderprächtiger Shot. Ganz, ganz wichtig. Jetzt von der Seite wieder Expo. Was hat der für ein Timing, der Junge? Das ist ein guter Spieler. Immer wieder mit den passenden Timings und dann nutzt man einfach nur die Smoke. Ja, da wird durchgeschossen und damit hat man hier das 2:5 aus der Sicht von Team Leisure.
Also anfangs Schwierigkeiten und dann muss man doch mal wieder Gas geben. Und jetzt kriegt man hier wirklich Runde um Runde erzielt. Das funktioniert doch schon mal prächtig. So, Delco auf seiner Teamseite auch schon mit den Double Digits. 10 Frags hat er schon insgesamt erzielt. Dahinter Nevis mit 8. 5 bei Grabbe, 3 bei Sin und 3 bei NCT. Und gegenüber haben wir 6 bei Lapex, 5 jeweils bei Stefan und Stony. Expo mit 4 und Silver, der darf mit 2 Frags ran. Mit 2 Frags. So, schneller B-Rush, so wie es aussieht. Stony hat auf jeden Fall jetzt hier die Aufgabe zu erfüllen. Man hat das Ganze gelöscht, aber er kriegt trotzdem hier nochmal die Aufgabe. Kriegt einen Headshot sehr schnell gefallen. Das heißt, Bombenplant, der geht auf jeden Fall durch. Waffe liegt immer noch da. Sehr schwer pickable, ohne gegen die Gegner halt zu fighten. Und da sitzen die Klicks aber sehr schön. Letzter Überlebender ist Nevis. 1 gegen 4. Ah, 1 Millimeter vorbei. Und damit hat sich hier Team Leisure die dritte Runde erzielt. Also 3-5, nachdem man 5-0 oder halt 0-5 zurückgelegen hat. Jetzt mal die nächsten 3 Runden in Folge zu holen. Auf jeden Fall sehr entlastend für alle Leisure-Supporter. So, interessant. 3-mal Efeu-Aufbau bei den Herrschaften von Team Leisure. Ignoriert man den Efeu gerade komplett. Das könnte natürlich jetzt gerade aufgehen. Der Call wäre dann wahrscheinlich ideal in dem Augenblick. Man hat zu zweit den B-Spot abgestellt. Diesmal Lapex, der aggressiv Richtung B voraimt mit der AWP. Und die Info sollte eigentlich viel wert sein, weil so kannst du natürlich dich doch wieder um Efeu kümmern. Und das sehen wir auch. Silver relativ passiv gegen Efeu. Mag ich persönlich in diesem Augenblick nicht so, wenn man sowieso schon die Information Richtung B hat, ob da was aggressiv kommt oder nicht. Klar, sie haben nur diesen einen Mini-Peak so. Wenn da jetzt gleich eine geballte 5-Mann-Power um die Ecke kommt, machst du gar nichts mehr. Nichtsdestotrotz, schöne Molotow hier, drängt die ganzen Spieler natürlich zurück. Und genau in dem Augenblick hat man natürlich diesen Fokus, dass man denkt, okay, es könnte jetzt B werden und genau da wollen sie Richtung Efeu arbeiten. So, Silva wird jetzt gleich den ersten Kontakt haben. Füßchen gesehen, aber da ist einfach zu schnell. Delcor, unfassbar. Obwohl er sofort den Headshot bekommt, trotzdem hier mit dem Pick belohnt worden. Jetzt gibt es erstmal granatentechnisch natürlich den nächsten Execute, den man da startet. So, wunderbar auf dem B-Spot. Jetzt könnte man sogar nochmal rotieren. Aber nein, es wird der A-Spot höchstwahrscheinlich. Auch Grabbe ist nochmal fündig geworden. Jetzt hat Sinn hier das nächste Duell Richtung B. Und nimmt ihn aus. Sehr stark. Also, Lapex auch da in dem Augenblick. Obwohl er eigentlich den Versuch hatte, schafft es nicht. Und hier gab es irgendwie einen Kill durch die Wand oder so, ne? Einfach mal schön den Headshot durch die Wand. Also, was ein Niveau hier. Tom in Pixels postet auch wenn im TV Brett. Vielen Dank dafür erstmal. Also, aimtechnisch kann man hier auf jeden Fall schon mal von viel Spaß ausgehen am heutigen Tage. Und jetzt scheint es einen schnellen Pop-Zugriff geben zu sollen. Und auch da in dem Augenblick hat man hier wieder den Pop doch gar nicht gedeckt. Aber Silver schön in einer Reihe, kriegt da 2 Spieler rausgenommen. Den dritten sagt er auch noch an. Der ist nämlich auch schon wieder am Start. Und jetzt Stony von hinten gedroppt, hat die Möglichkeit, einen 2 mitzunehmen. Wie hat er den zweiten noch weggekriegt? Das gucken wir uns jetzt gleich mal genauer an. Und Sin wird auch rausgenommen. Lapex fündig geworden und damit das 4-6. Also es ist jetzt ein Runden-Ping-Pong. Die Jungs von Team Leisure holen alle, die wichtig sind. Und jetzt schauen wir uns nochmal diesen komischen Killer von Stony an, Alter. Also was eine Kontrolle. Den ersten weggesprüht und dann Rudutsch. Also wirklich sehr gute Kontrolle da über die Waffe. Stark gemacht. So, und damit sind schon 10 Runden hier auf der ersten Map gespielt worden. Expo mit Deagle. Das ist echt eine gute Frage, warum das so ist. Sag mal, Silver hätte zumindest eine Farmers legen können. Aber Expo, der denkt sich, okay, mache ich erstmal einen Deagle-Shot. So, Silver mit dem nächsten Plan. Key Dynamics hat aber keinen Bock drauf. Delcor, der rastet komplett aus. Also, der spielt hier gerade wirklich um sein Leben. Und auch NCT, schön aufgepasst. Letzter Überlebender ist Apex. Gut abgeaimt hier. Man lässt sich nicht darauf ein, sich irgendwie vernaschen zu lassen. Und Lapex bringt die AWP in die nächste Runde. Beziehungsweise er versucht es zumindest. So viel kann man schon mal safe sagen.
Frage Castor, das zweite Game, yes! Heute ist Relegation von der Division 1 und Division 2 mit Venom besetzt. Morgen werde ich auch das Match casten und übermorgen werde ich auch das Match casten. Also 3 Tage geballte Venom Power. Heute 2 Best of 3s, morgen 1 Best of 3 und übermorgen auch 1 Best of 3. Kosper, mein Herzblatt, schön, dass du einschaltest, da freue ich mich. So, 11. Runde hat man schon gespielt, die 12. ist gerade mitten im Gange und der Lapex, schönes Movement da bewiesen, versucht natürlich mit der AWP gegen den Mittelspieler einen Spieler rauszunehmen. Delcor aber nur in Anführungszeichen mit dem Unhit. Aber AWP-technisch trotzdem nichts mehr bei Delcor am Start, das hat gerade eben wunderprächtig funktioniert. Also da sollte man wahrscheinlich gucken, dass man ihn weiterhin ausstattet. Okay, ach, Entschuldigung, mein Fehler. Stefan und NCT jeweils mit dem 1-1-Trade. So, jetzt geht man da runter, schön. Double Peak natürlich, diesen Drop, den gibt es mittlerweile schon länger. Aber auch das war damals keine Selbstverständlichkeit, hat man nicht gespielt gehabt. So, Lapex passt auf, erst den rausgenommen, stark gemacht, aber wenig HP nur noch bei den Jungs von Planet Key Dynamics. Wenn die diese Runde nochmal holen möchten, dann müssen sie jetzt hier gerade ausrasten und wirklich komplett durchdrehen. NCT mit dem nächsten oben auch noch bekannt, stark gemacht, 2-gegen-2 Situation. Auf einmal hat man hier das Ganze nochmal rumdrehen können, obwohl es sehr, sehr gut aussah für die Jungs von Team Leisure. So, und erstmal abwartendes Verhalten. Absolut richtige Entscheidung, nicht zu viel wollen. Boah, was ein Brett. Starkes Ding von Krabbe. So, Krabbe scheint jetzt wirklich nochmal Richtung B zu rotieren, aber NCT hat es auf dem Schirm, dass da in der Mitte was kommen kann. Ich denke, er hat die Steps sogar gehört in White Walls. Und damit haben wir die 8. Runde hier schon mal safe. 8-4. Da letzte Verwarnung an den Papa Slavik, auch wenn es vielleicht Zufall war. Keine Spoiler in den Chat, sonst gibt es Timeout und das für längere Zeit. So, und damit gehen wir in die 13. Runde. Es sind nur noch 3 zu spielen hier in dieser ersten Halbzeit. 8 Terrorrunden auf den Train. Ja, als gegen den Epic ist immer sehr, sehr schön. Damit kann man arbeiten und Nevis mit 2 wichtigen Frags sauber. So klingelt's doch vorzüglich. So, Krabbe mit dem nächsten Kill, der passt auch wieder auf. Also gerade hat man wirklich das Team von Leisure im Griff. Man weiß genau, wie man dagegen stehen muss. Aber Expo, der versucht, glaube ich, gerade nochmal. Ist gar nicht Expo, Entschuldigung, Lapex. Ich dachte, der versucht über den Z nochmal, aber er rechnet natürlich damit, dass da einiges abgeämmt wird. Kann natürlich nicht davon ausgehen, dass die ganzen Spieler hier schon sehr westlastig auf Train unterwegs sind. So, wer hat die Map gepickt? Die Map wurde gepickt von dem Team Leisure. Also, das ist ihr Map-Pick. 9 Terrorrunden für PKD, absolut enorm. Aber, wie ich schon angesprochen habe, zuletzt haben wir häufig Teams gesehen, die auf der Terrorseite dominieren. So, Delcor, schöner Entry-Frag hier Richtung B, auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, aber im Pop-Dog ist zumindest ein Silber fündig geworden. Trotzdem, man kann den B-Spot natürlich damit aufbrechen, die AWP ist dann schon oben auf dem Zug bereit, es kommt zwar eine Flashbang, aber den nächsten kann er auch rausziehen. Delcor, der ist hier wirklich der Hard-Carry für dieses Match, krabbelt schon sehr weit offensiv, fast nicht geholt. Am Ende kriegt der Expo trotzdem noch erzielt und damit die vorletzte Runde, die auch wieder aus den Händen gleitet von Team Leisure und die sollten wahrscheinlich sogar in dieser Runde nochmal ihre Waffen durchbringen, so bitter wie es ist. Man braucht auf der einen Seite Runden, auf der anderen Seite möchtest du aber natürlich nichts unnötig abgeben. Und vor allen Dingen auch die letzte Runde so gut und möglich gestalten, wie es nur geht.
So, meine Damen und Herren. Damit geht es wieder. Bei Planet Key Dynamics natürlich mehr als nur genug Geld am Start. Bei Team Leisure hingegen muss man letztendlich gucken, dass man hier vielleicht diese Runde nochmal mit allen Mitteln versucht zu erspielen. Vielleicht die Deagle, vielleicht die Scout, irgendwelche offensive Optionen würde ich mir hier wünschen. Man sieht es auch, Expo geht mit der Schrotflinte sogar nach vorne. Das ist auch das, was ich mir eher wünsche. So, Stony jetzt diesmal sehr aggressiv Richtung kleine Rampe offensiv. Der möchte scheinbar wirklich diese Runde komplett erzwingen. So, jetzt sehen wir hier Stony. Der tänzelt ein bisschen um die Smoke. Möchte natürlich auch hier die Spieler wieder im passenden Timing erwischen. Aber scheinbar gibt es gerade erstmal kein Duell. So. Kupplung steht da mit der Abe. Sehr schöne Idee. Vor allen Dingen, weil er da auch ein bisschen dieses Movement nutzen kann in der Luft. Vielleicht nochmal ein bisschen rumsprühen. So, und Stefan von der Seite hat nochmal ein bisschen Druck abbekommen. 88 HP und 88 Armor. Und jetzt geht Stony hier Richtung B, wird er angegangen, rausgenommen. Schöne Flashbang, dagegen kann er sich nicht mehr wehren. Und dann ist es die 3 gegen 3 Situation. Trotzdem der Retake natürlich nicht so einfach, dadurch, dass eine Shotgun da rumfliegt. Vielleicht kommt er nochmal an eine Waffe ran. Gute Entscheidung ist auch, welchen Laufweg er wählt. Aber er hat jetzt gerade schon seine Waffe geupgradet und kann damit natürlich den Retake viel besser koordinieren. Nur ein einziges Diffuse geht, das ist am Gürtel von Expo. So, Grabe passt auf, Grabe mit dem ersten, Grabe, uiuiui, fast noch den zweiten mitgenommen, aber Delco passt auch wieder von der Seite, kann hier das Ganze schön unter seine Fittiche nehmen. Und Stefan, der letzte Überlebende, wird da wahrscheinlich nicht mehr viel machen können, oder täusche ich mich da? Nein, schafft es nicht, damit das 11:4 Halbzeitergebnis. Stark gemacht von den Herrschaften. Wir werden jetzt gleich ein kurzes, zweiminütiges Päuschen machen. Was heißt gleich? Genau jetzt in diesem Augenblick. Und werden dann gleich wieder für euch da sein. Also, meine Damen und Herren, in wenigen Minuten geht's weiter. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, und damit sind wir wieder zurück in der zweiten Halbzeit der 19er Damage Liga Relegation Season Nummer 12. Insomnia 2272, vielen Dank für deinen Sub, mein lieber Freund. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Da freuen wir uns natürlich riesig drüber und damit läuten wir auch die zweite Halbzeit hier in dieser Partie ein. Team Leisure auf ihrem eigenen Map-Pick
11:4 unterlegen auf der Terrorseite, aber sie können natürlich selber jetzt punkten und damit kann es vielleicht auch nochmal ein bisschen besser laufen, als wir es gerade gesehen haben. Granaten sind rausgeflogen, aber Krabbe, der kann direkt mal ja, diese These, die ich gerade an den Tag gelegt habe, sofort unterbinden. Oh, wie ist das denn passiert? Komplett den toten Winkel erwischt, da auf die Box gesprungen und Silver, der holt hier einiges. Schön durch die Smoke gibt es auch nochmal den Shot gesetzt und dann Sinn mit Schwierigkeiten, aber einen nimmt er nochmal mit bei den drei Spielern. Oh! Ach du Heilige! Oh Gott, Entschuldigung, liebe Freunde. Entschuldigung, liebe Freunde, ich hab's nicht gesehen. Und dann schaffen sie es hier wirklich. Ah, ganz knapp hier auf jeden Fall nochmal den Diffuse. Oh, das habe ich vergessen. Verzeihung, meine lieben Freunde. Komplett an mir vorbeigegangen. Aber seid mal ehrlich, ihr habt die Runde doch komplett mitbekommen. Ich habe doch alles wunderbar kommentiert, ne? Entschuldigt bitte, entschuldigt bitte. So, ich glaube im Twitch-Chat-Channel in Discord wird wahrscheinlich... Ja, genau, der Bernie Knight hat es schon direkt gesehen. Vielen Dank, Mann. Das passiert. Entschuldigt. So, trotzdem Pistol für Team Leisure. Eben wurde es ja schon gesagt im Chat, Team Leisure holt nie Pistols. Da haben sie hier natürlich jetzt schon mal das erste ganz wichtige, den ganz wichtigen Faktor erwischt, um hier auf jeden Fall in dieser Halbzeit schon mal besser zu starten, als wir es gerade eben gesehen haben. Aber Krabbe, der hat was dagegen. Krabbe mit dem nächsten richtig heftigen Shot. Also überall sitzen hier gerade die Shots wirklich richtig gut. Jetzt hat man die Waffe verloren. Stony ebenso erfolgreich mit der SMG. So, Stony jetzt hier auf der Leiter. Oh, trotzdem. Passende Awareness gehabt, kriegt den Shot auch noch gesetzt und damit sollte es hier auch die nächste Runde für Team Ledger sein. Und Planet Key Dynamics, die spielen das ein bisschen anders, haben nicht so viel gekauft, wie es andere Teams eigentlich machen. Hier auch nochmal schön den Klick rausgesetzt, also Expo wird nochmal geholt, Silver dann von der Seite, hat hier insgesamt auch wieder zwei Frags in dieser Runde gemacht und damit ist die sechste Runde schon mal folgerichtig für das Team von Ledger. So, Anni, schön, dass du da bist. Camimero, noch schöner, dass du da bist. Nein, das darf man nicht sagen. Kam aber jetzt gerade gut. Bei uns sogar, wenn im TV Love wird gepostet. Wunderprächtig. Kaipi ist auch da. Alle sind da. Noch viel schöner, dass du da bist. LP Senk, noch am schönsten, dass du da bist. So, jetzt haben wir das Maximum geholt und jetzt habe ich mich auch wieder rausgerettet. Er wurde direkt geleitet. Ja, davon auch. So. Die Jungs von Planet Key Dynamics sind equipped. Ich habe es gerade eben schon angesprochen. Sie spielen es ein bisschen anders. Sie haben nicht diesen Force bei sich gegönnt, den man sonst sich immer holt. Man hat gerade eben ein paar P250 und sowas hat man sich natürlich dazu geholt. Keine Frage. Man muss natürlich dann in der dritten Runde auf etwas verzichten. Worauf haben sie verzichtet? Nicht auf Granaten, sondern auf den Helm. Sind sogar komplett auf die Rüstung. So, Duddlebee natürlich auch. Wunderprächtig, dass du da bist. Verzeihe, mein Herr. So, Sinn. Mit dem ersten Frag, Sinn mit dem nächsten. Schön mit der AWP gepunktet, aber Apex mit dem passenden Timing rausgekommen. Und der holt jetzt hier wirklich noch zwei Frags. Ganz, ganz wichtig. Wenn der dritte noch gefallen wäre, es richtig kritisch geworden. Aber Silver mit dem nächsten. Das heißt, man hat hier bei Nevis eine 1 gegen 2 Retake-Situation. Wenn er Expo natürlich irgendwie gratis bekommen könnte, wäre das alles Mögliche wert. Aber er muss erstmal diesen Spieler kriegen. Jetzt hat er hier die Möglichkeit, dieses Duell zu erzielen. Zweier fehlen und aber ihm erholt ist. Wichtig, 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 dieses Duell hier zu erzielen. Und damit holt man die 12. Runde für Planet Key Dynamics. Das wollen wir uns natürlich auch nochmal angucken. Eieiei, da sieht man manchmal wirklich, was das für Millisekunden, für kleine Feinheiten sind, die dann den Unterschied machen. Und die Szene auf jeden Fall mehr als nur wichtig für den guten Nevis. So, damit haben wir das 12:6. Planet Key Dynamics braucht nur noch 4 Runden, um sich hier den Map-Pick von Team Ledger zu sichern. Danach geht es auf DE das 2. Und im Anschluss folgt natürlich noch eine weitere Partie. Heute soll es das nicht nur gewesen sein. Dann folgt noch Plan B gegen C-Play. Also einiges an Counter-Strike, was noch ansteht.
Ach, und ich habe mal wieder was vergessen. Aber damit wollen wir es jetzt hier natürlich fertig machen. Und einen schönen Banner. Warsteiner Bad at Home. Unsere Partner. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Nee, ich habe das gelesen eben unter Miyagi. Dann war es aber schon aus dem Bild rausgescrollt und dann konnte ich nicht mehr drauf eingehen. Ich habe keine Angst vor dir. Ich bin sehr glücklich, dass wir ein breites Zuschauerspektrum haben von verschiedenster Art und Weise. Da sind wir sehr glücklich. Diese Runde auf jeden Fall zügig auf das Konto von Planet Key Dynamics gegangen. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Die Jungs von Leisure wieder mit Geld. Zwar mit begrenztem Geld, immer noch nicht ideal. Trotzdem kaufen sie runter. Trotzdem wird es jetzt hier um Firepower gehen. Einiges an Flashes, man hat noch zwei Smokes, die drei Smokes insgesamt, sogar noch zwei Molotovs, also damit kannst du auf jeden Fall genug arbeiten. Ist nicht so, als wäre man da am Existenzminimum. Boah, 10! Mit dem ersten, da bist du schon runtergedroppt, da bist du instant down, dann kommt die nächste Frag hier, NCT auch nochmal erfolgreich. Trotzdem ist Silver noch da, Daycore mit dem nächsten, das ist doch gerade wirklich ein unglaublicher Kampf hier. Und Lapex im 1-on-3. Erst nimmt er raus. Krabbe hat er gefunden. Jetzt muss er natürlich schauen, wo sind die nächsten Spieler. Leider Molotov nicht angekommen. Bombe gebrochen. Und von hinten kommt Nevis, kann ihn da pushen. Und damit ist es die 14. Runde. Und PKD holt hier Runde um Runde die ganz wichtigen. Und Team Ledger, ja, die stehen jetzt gerade wirklich mit dem Rücken zur Wand. Wir sehen es, Lapex geht nochmal auf Diegel. Auch Silver kauft da einmal nach. Man möchte hier natürlich nicht direkt die 15. Runde an PKD abgeben, dann hast du natürlich ein sehr, sehr schwieriges Standing, dich nochmal aus dieser Situation herauszuspielen. Aber es ist nochmal, um es hervorzuheben, der Map-Pick von Team Ledger. Es ist Train, ihren Pick, den sie spielen wollten, der bisher noch nicht gut funktioniert. So, die ersten Shots sind gesetzt, Silver auch fast hier nochmal mit dem One-Shot. Aber am Ende ist der Counter-Strike-God doch nochmal auf PKDs Seite. Und lässt den Deagle-Bullet nicht in den Schädel connecten. So, Krabbe wunderprächtig mit dem nächsten. Und egal, wo die Positionen versucht werden zu pushen, wo man irgendwie versucht, auf dem Einzelpick zu gehen, mit der Deagle zu punkten, die Jungs von Planet Key Dynamics machen es ihnen nicht einfach, bewegen sich viel und spielen selber sehr gut mit ihren Waffen. So, Silver jetzt hier nochmal ein One-Shot oder was? Ne, Autodirector denied, Delcor mit dem nächsten. Und dann wartet da nur noch Stony alleine gegen 4, einnimmt damit 15. Runde. Und PKD, uiuiuiuiui. Das ist schwierig. Durchgehend auf PKS-Seite, was meinst du? So, White Walls geht nach vorne. Silver ist auf jeden Fall schon mal ganz vorne mit am Start. Beziehungsweise nein, zwar nicht Silver, sondern es ist der gute... Huh, was ist denn hier gerade los? So, der gute Stefan, der hier komplett durchgegast wird. Stefan, erst den Frag erzielt, dann geht's nicht mehr weiter. So, ja, und damit sitzen hier auf jeden Fall die Shots. Ja, der Autodirektor hat auch schon aufgegeben zu arbeiten, dann ist der letzte Überlebende nur Silver. 1 gegen 4, das wird extrem schwierig für ihn. Wenn nicht sogar nahezu unmöglich, aber 2 nimmt er schon mal raus. Da gibt's schon einen GG von Expo, der muss auch an sein eigenes Teammate glauben, Freunde. Und Silver Nummer 3, stark gemacht hier. 1 gegen 2 gibt's doch gar nicht. Holy guacamole, wenn er das hier wegklatscht. So, und Silver, da kann er eigentlich fast nicht auf dem Schirm haben, wie er da vor... Oh Gott, Alter, was zur Hölle? Und da holt er ihn da 16 zu 6. Und das ist auf jeden Fall eine starke, starke Map von den Jungs von Planet Key Dynamics. Die Jungs von Leisure leider mit ihrem eigenen Map-Pick sich ein bisschen verdänzelt.